Ja, willkommen in unserem Gardify-Channel. Heute schon fast eher ein Heimwerker-Channel. Es geht nämlich um Vogelhäuser. Vögel im Garten gehören einfach dazu, unsere mit wichtigsten Helfer für uns Gärtner. Aber solche Vogelhäuschen wie das hier, was ich in einem 1-Euro-Shop gefunden habe, das ist wirklich Schrott. Also guckt mal, das muss ein dicker Vogel sein, der ganz kleine Beine hat. Also wer will denn darin wohnen? Das ist auch viel zu klein und das Material ist auch völlig unbrauchbar. Also von sowas direkt die Finger lassen. Kann höchstens Deko sein. Wir bauen selber ein Vogelhaus und zwar aus einem Blumentopf. Das kommt uns Gärtnern sehr gelegen. Das ist ein 18er Blumentopf aus Ton. Ton ist ein gutes Material. Das ist atmungsaktiv. Und wie macht man daraus jetzt ein Vogelhaus? Wir brauchen Holzscheiben, die da genau reinpassen und die dann nachher ein Einflugloch haben. Das Ganze kriegt dann noch eine kleine Sitzstange und dann wird das Ganze an die Wand geschraubt oder an einen großen Holzblock, wo man das hinstellen kann. Okay, dann geht's jetzt los. Ich zeige euch, wie es geht. Ihr braucht als Material für das Holz schon ein gutes, ja, festes Holz. Ihr könnt vielleicht im Handel mal gucken, ob ihr verschiedene solche Scheiben findet. Findet man manchmal, ist nur oft sehr weiches Holz. Also ich habe mir die jetzt hier extra ausgesägt aus diesem harten Holz. Beim Sägen müsst ihr ein bisschen aufpassen. Da muss man ein bisschen tricksen und handwerkliches Geschick anwenden. Aber dann kriegt man das hin. Wichtig ist, dass man nachher die ganzen Ränder abschleift mit Schleifpapier, dass da keine Späne mehr großartig abstehen. Wenn man jetzt diese Scheiben hat, und zwar eine ist für den oberen Teil vom Blumentopf, die sollte genau aufliegen können auf dieser inneren Rinne. Ja, da passt er genau rein. Und die zweite Scheibe, die kommt unten in den Boden. Die muss unten im Boden sitzen können, damit man das Ganze stabilisieren kann. Was machen wir mit den Holzscheiben? Die brauchen Löcher, diese Holzscheiben. Und zwar bohren wir mit einem 6er Bohrer erstmal in die kleine Scheibe ein Loch für die Mitte. Da kommt nachher die Befestigungsschraube rein. Vielleicht sollte ich die Bohrmaschine auch mal einstöpseln. So ist das. Ihr seht, das ist alles hier echt und live sozusagen. Alles, was wir hier machen, ist mit einem 6er Bohr. Außer eine Spezialsache, das zeige ich euch gleich. Das war das Loch für die Mitte. Jetzt kommt ein Loch ungefähr so einen halben Zentimeter vom Rand. Ein zweites Loch. Okay, das war unsere Scheibe für unten im Topf. Jetzt kommt die große Scheibe. Die bekommt ebenfalls, ja, ungefähr so in einem Abstand von einem Zentimeter diesmal vom Rand, ein 6er Loch. Und jetzt braucht der Vogel natürlich ein Einflugloch. Und da gibt es verschiedene Größen. Die Vögel, die suchen sich ihre Höhlen, die Höhlenbrüter, nach der Größe aus. Das hier ist zum Beispiel ganz gut für Meisen. Andere Höhlenbrüter brauchen vielleicht eine etwas größere oder eine kleinere Höhle. Das ist jetzt ein guter Kasten, der nachher für Meisen funktioniert. So ein großes Loch, das kriegt man hin mit einem Spezialbohrer. Das ist sowas hier. Die nennt man auch Forstnerbohrer oder auch Lochsäge manchmal im Handel. Das kennt ihr vielleicht. Ich zeige euch mal gerade so einen Lochsägensatz. Das kennt ihr vielleicht, wenn ihr schon mal Steckdosen zu Hause in die Wand bauen müsst. Da muss man diese größeren Forstnerbohrer nehmen. So, jetzt wird's spannend. Ich werde das Ding jetzt aber hier fest fixieren, damit man in Ruhe bohren kann. Das mache ich dann mit so einer Schraubzwinge. Weil das einem sonst doch zu leicht anfängt auseinander zu fliegen. Okay, das Loch sollte gegenüber liegen und auch einen gewissen Abstand vom Rand haben, so ein Fingerbreit. Und dann können wir loslegen. Für die Meise.
sind wir durch. Da ist jetzt der Rest vom Holz. Und wenn wir das jetzt auseinanderbauen, haben wir unser Loch als Einflugsloch gefräst. Wunderbar. Auch hier immer dran denken, die Ränder gut abzuschleifen, damit die Vögel beim Reinschlüpfen sich nicht verletzen. Und jetzt können wir schon ans Zusammenbauen gehen. Also, wir nehmen unseren Blumentopf und der bekommt jetzt unten diese Haltescheibe. Man könnte den jetzt anschrauben mit einem Dübel und Schraube. Ich gehe mal hier zur Wand. Nico folgt mir. Man könnte den jetzt hier so hinschrauben und dann den Vorderdeckel drauf machen. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man schon weiß, da kommen die Vögel auf jeden Fall gerne hin. Da werden sie ihr Nest bauen. Ich mache es aber diesmal anders. Ich nehme mir so einen Holzständer, könnte man sagen. Und werde das Vogelhaus nachher irgendwo im Garten hinstellen, weil ich noch nicht genau weiß, wo finden sie es cool, die Vögel, um dort zu brüten. Dann kann ich mal so ein bisschen auch wechseln, ob der irgendwo angenommen wird, der Kasten. Also, hier würde er jetzt festgeschraubt. Aber bevor wir das machen, müssen wir an einen anderen Trick denken, nämlich an die Sitzstange und das Ganze, was das stabilisiert. Und das ist das Ding hier. Das nennt man eine Gewindestange. Die gibt so als Meterware, auch für 6er Schrauben, 6er Bohre, 6er Gewinde. Und man braucht die passenden Muttern dazu. Man steckt also diese Gewindestange durch das Loch am Rand und muss auf der anderen Seite mit einer Schraube kontern, fixieren. Ja. So ist dann die Stange fest. So kommt das Ganze jetzt hier rein. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, nachher kommt später auf diese Art und Weise die ganze Sache zusammen. Aber ich werde jetzt erstmal hier unten festschrauben. In dem Fall kein Dübel, sondern so eine Holzschraube, aber mit einer Unterlegscheibe, damit das Ganze stabilisiert wird. Ich mache das jetzt mal hier ganz klassisch mit dem Schraubenzieher. Solche Kästen, die werden gerne von Meisen oder auch von, vom Hausrotschwanz besucht. Das sind typische Höhlenbrüter. Wir haben noch einen zweiten Film für euch gemacht. Da geht es um den Zaunkönig. Das ist ja der kleinste Vogel, den wir im Garten finden. Der braucht sowas nicht, sondern der braucht so eine ganz kleine, kuschelige Mooshöhle. Da müsst ihr nachher mal gucken in unserem Kanal, den ihr natürlich am besten abonniert. Da gibt es ja die ganze Welt des Gartens zu finden bei Gardify. Und da ist dann auch die Zaunkönighöhle als Spezialanfertigung zu finden. Okay, aber hier haben wir jetzt erstmal für unseren Meisenkasten alles. Ein bisschen gerade setzen. So, jetzt kommt der Deckel auf die Bude. Also ein bisschen unter Spannung, aber das ist auch gut so. Okay. Und hier, das sitzt so schon sehr fest, aber zur Sicherheit einfach eine Flügelschraube oben drauf setzen. Dauert jetzt ein bisschen, vielleicht kann der Nico mal vorspulen. So, unser Vogelhaus ist ja jetzt fertig, gut fixiert. Und ich habe ein mobiles Gerät gebaut, das heißt, wir können das irgendwo im Garten platzieren. Ich habe mir jetzt hier in der alten Efeuhecke einen Platz ausgesucht. Und das ist ein ganz guter Platz. Das ist jetzt so in Kopfhöhe, also da kommen jetzt Katzen nicht so schnell ran. Es ist nicht in der prallen Sonne, das ist wichtig für Vögel. Die möchten lieber so mit der Ausrichtung nach Osten oder Westen ihr Flugloch haben. Und für euch vielleicht der richtige Zeitpunkt, das ist der März. Also im März, da muss das Ding hängen, dann ist die Vogelbrutsaison und dann gehen sie auf Suche und wollen was finden.
Ja, und wenn die gebrütet haben, dann im Laufe des Jahres muss man das auch mal wieder reinigen. Da ist eigentlich so der Winter die richtige Zeit. Man reinigt die Nistkästen, damit die Hygiene stimmt. Und im nächsten Jahr bauen die Vögel sowieso wieder ein neues Nest, wenn sie das angenommen haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt auch mal in unseren anderen Film, wo es um den Zaunkönig geht. Ich glaube, der wird hier angezeigt oder da. Ich weiß es gerade nicht. Ihr werdet es finden. Abonniert unseren Kanal, Gardify. Da ist die ganze Welt des Gartens drin, die ganze Welt der Natur. Ja, und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.